Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales. Wir erforschen immer noch diese komische Gruft und reden hier jetzt weiter mit dem Harlekin. Ah, der Lebende! Letztes Mal haben wir erfahren, dass wir in den Büßerbalken gekommen ist und jetzt fragen wir ihn... Das Ding sieht ziemlich ungemütlich aus. Kannst du den Balken nicht irgendwie loswerden? Hätte ich ihn dann noch an? Du machst dir kein Bild, wie unpraktisch so ein Teil ist. Versuch mal, dir mit so einem Ding an der Nase zu kratzen. Oder aufs Klo zu gehen. Ah, erinnere mich nicht daran. Seit wann müssen Geister aufs Klo gehen? Dieser Büßerbalken ist magisch. Man kann ihn nicht einfach aufbrechen. Er ist auf ewig versiegelt. Er öffnet sich erst, wenn der Paladin mir verzeiht. Also nie. So sieht es leider aus. Ja, da werden wir doch was unternehmen, glaube ich, oder? Und wie viele seid ihr? Im Komitee, meine ich. Die Gruppe befindet sich noch in der Gründung. Wir haben zurzeit erst 3 Mitglieder. Aber die Gespenstergewerkschaft ist mit uns assoziiert und die Programmierervereinigung überlegt, ob sie sich endlich öffentlich zu ihrem untoten Dasein bekennen will. Du kannst leider nicht Mitglied werden. Du bist zu lebendig. Danke sehr. Ich wusste schon immer, dass ich Untoter bin. Mach's gut und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Ich wusste ja immer schon, dass Programmierer Untote sind. Gut, gehen wir mal raus. Endlich ans Tageslicht. Hey, der Paladin. Und ein Kopf auf einer Lanze und eine Reisetruhe. Ja, es gibt wieder viel zu sehen. Gehen wir mal zum Paladin. Und fragen ihn mal, was hier so abgeht. Ein Mann in einem pinkfarbenen Outfit? Das ist falsch. Einfach falsch. Wenn es ihm gefällt. Bist du ein Krieger? Nein, ich kann nicht kämpfen. Bist du ein Heiler? Ich kann auch nicht richtig heilen. Dann bist du ein Paladin. Ach, was willst du? Das war gemein jetzt. Kennst du noch gute Paladin-Witze? Warum sollte man Witze über uns machen? Wir sind heilige Kämpfer für das Licht. Ah ja. In Kleidern. Das ist ein Waffenrock. Natürlich. Dir ist schon bekannt, dass Männer, die Kleider tragen, in der Regel... Nun ja... Was soll das heißen? Nur weil ich Kleider trage, Kosmetik benutze und allgemein auf mein Äußeres achte? Aha, es ist also doch ein Kleid. Der Mann von heute ist metrosexuell. Metrosexuell. Das war mir neu. Das heißt, dass mein Orden und ich uns aus dem Schlamm erhoben haben, in dem du und deinesgleichen euch noch suhlt. Wir sind kosmopolitisch, hip, modebewusst, achten auf unser Äußeres und verleumden nicht unsere feminine Seite. Wer es mag... Freak. Freak. Wegen des Zombies, den du in den Büßerbalken gesteckt hast. Was ist mit dieser Made? Will er sich seinem Schicksal ergeben? Kommt er endlich raus? Dieser feige Zombie? Zombie? Es tut ihm sehr leid, was er gemacht hat. Er möchte sich entschuldigen. Ha, lächerlich! Ich werde ihn in kleine Stücke zerschneiden und an die Fische verfüttern. Schön, aber könntest du ihm vorher vielleicht verzeihen? Du bist wohl zu lange im Zelt dieses rauchenden Büffels gewesen. Niemals werde ich so einen verzeihen. Rauchender Büffel? Davon weiß ich ja noch gar nichts. Okay, der Paladin erzählt uns leider nicht mehr. Ich muss los. Männerkram machen. Haha. Ja, okay. Wir sehen uns weiter um. Ich habe nämlich hier drüben noch was vergessen, wie ich gerade in meinem super tollen Schummelzettel gelesen habe. Kleine rote Steine und rötliche Erde. Sonst ist hier in diesen Breiten fast alles grau und schwarz. Okay, gleich mal nehmen. Es ist nämlich rote Steine. Egal. Brauchen wir es hier irgendwann mal. Einige kleine weiße Pilze. Keine Ahnung, ob man die essen kann. Nom 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 nom. Eine Landkarte der Region. Der Paladin hat unter anderem die Gruft eingezeichnet. Hey, cool, den nehmen wir gleich mit, wenn der Paladin nichts dagegen hat, natürlich. Ja, wir nehmen es einfach so mit. So, was ist eigentlich mit dem Kopf hier?
Ein auf einem Pfahl aufgespießter Kopf. Was wird die USK dazu sagen? Ich glaube, das Spiel ist ab 12. Ein schauerlicher Kopf. Ganz billige Effekthascherei, denn letztlich... Was? Da kann er sprechen. Hat irgendwo eine Spinne? Nein. Zum Glück. Diese Krabbelfiecher machen mich wahnsinnig. Kannst du dir vorstellen, was es für ein Gefühl ist, wenn sie dir von unten in den Hals laufen und dann von innen an den Augen knappern? Ja. Das sag man. Ist nicht schön. Verdammter Paladin. Schlägt mir einfach den Kopf ab. Sowas aber auch. Hey! Kein Herumgetuschel da. Lass den Kopf in Frieden. Lass den Kopf in Frieden. Okay, dann lassen wir den Kopf mal in Frieden. Das ist übrigens Esther. Und wer es noch nicht erraten hat, das ist eine modische Reisetruhe aus leichtem Holz. Ja. Das Neueste vom Neuen. Darauf ist ein Logo. The Pink Crusade. Das muss der Orden des Paladins sein. Der rosa-rote Kreuzzug. Ja, übrigens, der Kopf ist der Kopf zu dem Körper von dem Körper drinnen. Das hört sich jetzt doof an. Egal. Und das ist Esther. Wir schauen uns mal die Truhe an. What? Warum nicht? Einen pinkfarbenen Pompon kann man immer gebrauchen. In den wilden Landen. Im Krieg. Natürlich. Wir stecken ihn gleich mal ein. Gut. Das war's vorerst alles, was wir hier machen können. Das heißt, wir gehen mal zu dem Zelt da oben und schauen uns den rauchenden Büffel an. Weil ich nehme fast an, dass das der sein wird, von dem der Paladin geredet hat. Ja, richtig. Oh. Gleich mal. Eine dicke, alte Kuh, die eine verdächtige Pfeife raucht. Und die mich nicht zu hören scheint. Oder sich nicht beleidigen lässt. Okay. Das ist ein Taube. Wir werden uns ein paar... Keine Ahnung, wozu der gut ist. Ja, wir werden uns ein paar Sachen einstecken hier wieder. Hey Häuptling, wenn ich das Ding hier mitnehmen darf, stell mal kurz vor dich hin. Okay. Das hat er gut gemacht. Ein Mörser Samtstöße in echter Männergröße. Männergröße. Das ist ja das, was wir brauchen. Ein Blasebalg. Damit kann die Kuh das Feuer in Gang halten. Den nehmen wir natürlich auch gleich mit. Entschuldigung, der Blasebalg hier, kann ich den haben? Er ist kaputt. Kann ich ihn trotzdem haben? Was bekomme ich dafür? Gar nichts. Er ist kaputt. Du sprichst weise. Endlich mal jemand, der das erkennt. Oh mein Gott. Alle Dialoge hier sind... Er ist tatsächlich kaputt. Hier ist ein großes Loch im Luftsack. Ja, die Dialoge hier sind speziell sehr witzig, finde ich. Eine Feder. Ein hässlicher Federschmuck. Das macht nicht das Recht. Auf keinen Fall. Ich setze mir das Ding nicht auf. Aber eine Feder kann ich mitnehmen. Genau, das hatte ich nämlich vor. Dann schauen wir uns noch die Truhe an. Kuhschminke. Cool. Wenn ich es doch sage, das ist Schminke. Und ich gehe mal stark davon aus, sie gehört Häuptling Spalthuf da drüben. Ja, nehmen wir doch gleich mit, oder? Um das klarzustellen, ich werde mich nicht schminken. Natürlich wirst du das, wenn wir das sagen. Schwarze Tusche. Die kann ich mitnehmen. Okay, wenigstens etwas. Also, wir haben jetzt wieder genug eingesackt. Wir reden dann noch mit dem Paladin, allerdings erst nächstes Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play The Book of Unwritten Tales. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.